Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Captain Toad Treasure Tracker. Oh yeah, es geht endlich mal wieder weiter. Und mir wurde gesagt, dass ich hier was vergessen habe. Ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe nachgeguckt und es stimmt. Ah ja, hier, der Amiibo fehlt. Genau hier. Oh scheiße, wo ist der Amiibo? Oh, ach ja, direkt hinter mir. Okay, also hier habe ich den Pixel Toad gar nicht geholt. Und das holen wir natürlich sofort nach. Wir wollen ja 100%. Oder wahrscheinlich gehört das nicht mal zu 100%. Da nicht jeder die Amiibo-Figur hat. So. Ach, hier, stimmt. Stimmt ja. Wahrscheinlich wollte ich die hier gar nicht suchen. Ihn. So. Ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Wie ihr vielleicht gemerkt habt. Lasst mich in Frieden. Puh. Lasst mich bitte in Ruhe. Okay. Hilfe. Hilfe, lass mich in Ruhe. Lass mich. Okay. Okay, ja. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Und ja, ich will endlich mal wieder spielen. Ich habe gerade nochmal geguckt, ob der hier irgendwo ist schon sichtbar oder so, aber ich glaube nicht. Ich kann mir sogar eigentlich vorstellen, dass er unter einem Block ist oder so und dass man erst was wegsprengen muss. Achso, hier ist ja gar nichts. Habe ich gerade wirklich in die falsche Richtung gedreht? Ja, offensichtlich. So, lauf. Ich kann ja alle töten, warum nicht? So. Ich höre ihn. Ach, da ist er. Ich glaube, in der Lampe, ja. Okay, dann hätte man ihn doch einfach so finden können. Super. Okay. Gut. Genau. Ich kann ja vielleicht mal ein bisschen erklären, warum ich vielleicht die letzten Tage nichts aufgenommen habe. Oder die letzten Wochen, besser gesagt. Und zwar habe ich meinen Schrank umgeräumt. Mein Schrank, bist du? Hier habe ich auch kein Amiibo gemacht. Also bitte, ey, wie geht's noch? auf jeden Fall, ich habe gerade extra durchgeblättert, um zu gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas vergessen habe. Eigentlich dachte ich nicht, aber gut, offenbar doch. Joa, genau, ich habe die letzten Wochen, weiß ich nicht, es ist irgendwie, es war richtig komisch, irgendwie komisch und doof und weiß ich nicht. Ich habe mein Wohnzimmer stand ja die ganze Zeit leer quasi. Und dann habe ich so einen Schrank bekommen oder mir besorgt irgendwie, weiß ich nicht. Und dann habe ich angefangen, das erste Mal mein Wohnzimmer einzurichten und so. Und deshalb gab es ein Problem, weil ich alles im Schlafzimmer stehen hat. Also ich bin ja hier frisch eingezogen quasi. Okay. Ich bin ja frisch eingezogen und hatte halt noch kein vollständiges wie heißt das? Wohnzimmer. Und dann habe ich halt alles im Schlafzimmer deponiert. Und jetzt, da ich aber etwas Passendes hatte. Ha, man kann diese Münzen so einsammeln. Etwas Passendes hatte. Konnte ich natürlich, boah, bin ich, also man merkt, wie planlos ich gerade bin, konnte ich natürlich Dings, ja, ich konnte Dings. Ja, ich muss das so machen. Mano. Okay. War klar, dass ich hier sterbe, hätte. Naja, also, Alter, mein Hirn funktioniert gerade nicht. Nein, das wollte ich nicht, so. Also, genau. Mein Wohnzimmer stand eigentlich die ganze Zeit leer. Außer jetzt. Und ich habe aber überlegt, was ich alles rüber schleppe und alles. Und was heißt schleppen, ne? Übertreiben. Aber auf jeden Fall habe ich meinen Schreibtisch mit dem PC halt rübergetragen und so. Und irgendwie hat mir das so ein unwohles Gefühl vermittelt, gegeben, dass ich
Wieso? Was mache ich eigentlich? Ich muss von links rein. Ach. Ich komme durch den nicht durch. Ich weiß nicht. Nur der nicht. Jedenfalls. Ja. Habe ich mich deswegen irgendwie davor gedrückt. Oh, ich kann einfach gegen ihn rennen, ohne zu sterben. Gut zu wissen. Ja. Irgendwie habe ich mich davor gedrückt, dann irgendwas aufzunehmen, weil plötzlich stand der PC woanders und ich weiß nicht, irgendwie ist das so eine Sache und ich habe es falsch gemacht. Hä? Bin ich eigentlich scheiße oder so? Ach, wie dumm kann man sein. So muss ich das behalten. Genau. Nein. Okay. Okay, jetzt ist es fertig. Boah, Alter, sorry, ey. Sorry, ey. Bin ich irgendwie bescheuert? Was? Hä? Ich kopiere es nicht. Warte. Also, ich muss... Muss ich das so machen? Dann kann ich... Ja, dann kann ich mich von oben runterfallen lassen. Wetten, das war gerade schon. Ich habe es irgendwie... Oh Mann, Alter. Ich drehe noch durch. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich jetzt wieder zum Aufnehmen komme. Dass ich mich besser dazu motivieren kann, auch wenn mein PC plötzlich woanders steht. Und ja. Ich hoffe es einfach mal. Und tut mir leid, dass ihr wieder so viel warten musstet, aber ich hoffe, ich krieg das jetzt mal hin, dass ich... So nicht. So auch nicht. So. Gott, der ist immer so knapp. Ich weiß nicht, warum der. Alle haben ja das gleiche Tempo, oder? Genau, außerdem hoffe ich, dass alles Technische klappt mit dem Aufnehmen. Und ja. Gut. So. Geschafft. Endlich. Ja, ich höre ihn schon. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob er in so einem Ding gefangen kann, sein kann. Zwei Pilze. Okay, Lol, da war. Zack. Ist ja fies. Okay, den haben wir jetzt auch gefunden. Ich guck mal auch in der ersten Episode, ob alles da ist. Also ich guck nochmal alles ganz in Ruhe durch. Also Amiibo mit Krone, Amiibo-Krone, Amiibo-Krone. Ja. Ja. Okay. Gut. Dann schauen wir mal bei Episode 1. Aber hier... Moment. Ich gucke mal kurz. Weil hier ist ja dieser Toad-Amiibo. Toad. Ah ja, jetzt sieht man es. Okay. Hä? Weil hier ist eine Feder und hier nicht. Oder ist... Was hat das zu bedeuten? Ich guck nochmal. So. Also klar, der Amiibo war zu sehen. Ich sehe jetzt auch gerade nichts, was fehlt. Okay. Mein Superhirn hat das schon gerafft. So, jetzt gucke ich mal, habe ich hier alle Diamanten? Oder habe ich was verpasst? Alle Kronen? Ah ja, wenn ich alle Diamanten habe, muss ich auch alle Kronen haben. Nein, muss ich nicht, weil da die Aufgabe ist, aber... Okay, also ich scheine hier alles zu haben, also hat es nichts mit dieser Feder zu tun. Hauptsache ich habe... Ich weiß es nicht, Mann, was soll die Feder hier? Oder ist es einfach nur, weil es Nummer 1 ist? Keine Ahnung. Wenn ihr wisst, was es damit auf sich hat, könnt ihr es mir gerne sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle Figuren gefunden. Jetzt können wir mit Episode 3 fortfahren. Ich kann Episode nicht aussprechen. Hier nochmal alles testen. Alles vollständig. Okay. Ja. Dann machen wir weiter mit Spitzhacken-Archäologie. Beziehungsweise wir schalten es natürlich erstmal frei. Okay. Spitzhackenarchäologie.
Ich weiß immer noch nicht, was du sagst, du Noobie. Oh ne. Schnell. Stimmt, ist hier was Wichtiges? Oh nein. Oh, das war jetzt. Ich hoffe, man kann wieder hoch. Aber im Moment sieht es eigentlich nicht so aus. Das ist aber cool. Kann ich irgendwie von vorne anfangen? Ich glaube, ich muss von vorne anfangen. Ich habe das schon verkackt. Okay. Miep. Spitzhackenarchäologie. Man kann sogar in zwei reintauchen und da unten ist auch noch was. Okay. Dann gehen wir erst ins Wasser, weil das irgendwie... Oh, toll. Das war gut. Alles klärchen. Dann ist da hinten noch was in der Wand. War super. Ich glaube, hier sind aber mehr Spitzhacken versteckt, als sie zugeben wollen. So. Okay. Es lohnt sich nicht, von hier noch da hinten zu rennen. Deswegen mache ich das mal über den hier. So, beim nächsten Mal, wenn ich nochmal in die Welt reingehe. So. Diesmal nicht einfach runterspringen. Der hat auch eine. Alter, ich verpasse hier alles. Gott, was ist. Was sind die denn? Mache ich den nur langsamer oder was? Nee. Irgendwie sind die ja schon gruselig, ne? Okay. Da sitzt einer. Hallo, was machst du denn? Hallo. Kann ich dich antippen? Dann töte ich dich. Bist du jetzt froh? Hallo. Was macht er denn? Was hat er in der Hand? Ich erkenne es nicht. Hey, du! Na. Dann nicht. Okay. Zeug zum Werfen. Und ich habe jetzt alles verworfen. Aber klar. Tschüss. Ach. Sieht aus, als ob wir hier schon mal gewesen wären. Aua, der hat ja voll gezielt. Achso, hier sind zwei. Dann töte ich euch beide jetzt einfach. So. Oh, da war was zum Ziehen. Ach Mann. Oh, das ist verwirrend, ey. Oh, oh. Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe, ich hab Angst. Oh, wir haben einen Edelstein gefunden. Oder einen Diamant. Okay, aber das war verwirrend, das war cool. Keine Blöcke zerstört, WTF. Schöne Aufgabe. Also kann man doch durch, ohne die Blöcke zu zerstören, hätte ich eben gerade nicht beenden dürfen oder müssen. Münzenfest. Das hatten wir in Episode 3 noch gar nicht, oder? Okay. Oh. Ich will runter, ich will runter. Runter, runter, runter! Da! Oh. Das war doof.
So, aber ich will wenigstens ein Level mal komplettieren heute. Bitte, bitte, ich will doch nur... Ah ja, hier waren wir. Das goldene Leuchtende da hat mich irritiert. So. Na dann fange ich dich mal hier in der Nähe, damit ich mit dem Ding rankomme. Und hier ist nur Geld. Na gut. So, Geld, Geld, Geld. Okay. Das ist ja schon irgendwie lustig hier. Ach so, okay. Das habe ich jetzt sowieso verkackt. Ich glaube, mit den Rüben sind die sofort erledigt und die kommen nicht mehr wieder. Tschüss. Ach, verdammt. Das Tschüss galt mir, ich weiß. Aber wir wissen jetzt, welche Aufgabe wir haben. Also müssen wir definitiv sowieso noch mal rein. Wahrscheinlich noch jetzt noch... Ne, nicht wahrscheinlich. Definitiv jetzt noch zweimal. Na, wobei... Ihr habt den Tod verdient. Ah, so. Boah, das will ich jetzt... Ja, töten, alle töten, alle töten. Und ein Goldpilz. Er ist nicht mal die Aufgabe. Na gut, wir wissen ja, wo der zweite Stein ist, von daher... Vielleicht geht das sogar, ohne irgendwas zu zerstören. Ich bin mir gerade nicht sicher. Keine Blöcke zerstört. Na gut, mal schauen. So. Okay, also einmal hier runterfallen. Hier einmal runterfallen. Hier runterfallen. Au! Na. Hier runterfallen. Okay, hier brauche ich das. Mann. Ach so, das ist absichtlich so, dass man das gar nicht sieht, wo man jetzt runterfallen kann und wo nicht. Na gut, aber hier war ein Pilz. Und den hole ich mir. Damit ich ihn gleich wieder verliere. Na dann stirb einfach. Danke. Ich dachte irgendwie gerade die ganze Zeit, wir spielen Toadette. War nur, weil wir gerade Toadette gespielt haben. Ist das lustig. Okay. Die Aufgabe haben wir somit erfüllt und wir wissen jetzt... dass wir... Ja, doch ein paar Blöcke dafür zerstören müssen. Also, nochmal rein. Diesmal versuche ich mich mal nicht so zu stressen. Eigentlich war es gar nicht nötig, hier schon das zu nehmen. Ich glaube, den hier hätten wir gebraucht. Okay, dann den. So. Und erledigt. Gut, dann können wir jetzt auch wieder einfach davonlaufen. Ah! Ich war voll in seinen Armen, hallo? Na gut. Gut. Dann fehlt uns nur noch unser lieber Toad-Freund, Pixel Toad. Das ist auch eine coole Sache hier. So.
Der ist hundertprozentig hinter irgendeiner Wand oder hinter einem Stein versteckt. Kann mir doch sonst keiner erzählen, dass es was anderes wäre als so. So. Der ist auch wieder neu reingesprungen. Mache Pixeltoads Versteck ausfindig. Okay. Bevor ich irgendwas ausprobiere, höre ich mir einfach an, ob da irgendwas ist. Hier scheint es nicht zu sein. Okay, dann gehe ich mal hier runter. Und natürlich versuche ich jeden Block möglichst mitzunehmen. Wahrscheinlich ist er so unerreichbar. Noch höre ich ihn nicht, deswegen nehme ich mal das hier. So. Nein! Ja. Habe ich ihn irgendwo vielleicht schon? Nein? Okay. Zeitverschwendung, Zeitverschwendung! Oh, die sind ja süß rausgekommen. Hier scheint er nicht gewesen zu sein. Ich habe ja wieder meine Kopfhörer drin. Das heißt, ich würde ihn zumindest hören. Die erreichen mich nie. Bei dir vielleicht? Was treibst du da? Idiot. Ach. Vielleicht im letzten Raum. Hier höre ich auch nicht. Hier ist er, ich höre ihn. Hier ist er irgendwo, ich brauche bestimmt das hier als Waffe. Mist. Irgendwie habe ich schon verkackt. Ich dachte irgendwie kurzzeitig, ich könnte noch so weit hoch zoomen und so. Das geht nicht. Kann ich irgendwie... Ach, verdammt. Okay, aber ich weiß ungefähr, in welchem Bereich er ist. Dann müssen wir das nochmal starten. Scheiß Ding. Ja, ja. Hau ab, du. Nene. Zup, zup. Okay. So, schnell. Ich werde schnell fertig haben, eigentlich. Trotzdem vergesse ich immer wieder den Weg. Hier war er ja eh noch nicht. Oder war er doch hier? Nee, war er nicht. So. Gut. Hier höre ich ihn. Aber ich fand es gerade irritierend, dass der zweite nicht aufgetaucht ist. War ich zu schnell? Wieso ist der nicht aufgetaucht? Kommt er jetzt? Hä? Okay, hier ist er irgendwo.
Und ich würde auch so weit gehen und hier was kaputt machen. Bin ich blind oder so? Ich höre ihn hier auf jeden Fall nicht mehr. Das heißt, er ist über mir. Was sind eigentlich die... Also die Rüben sind das. In dem Block glaube ich aber auch nicht, weil er da... weil er sonst jetzt zu hören wäre. Hier ist er auch nicht. Er muss irgendwo hier sein oder ein drüber. Aber was ist denn da drüber? Okay, dann versuche ich es mal da drüber. Ob er nicht da irgendwo versteckt war und ich ihn einfach nicht gehört habe. Ja, ja. Versteck dich, solange du kannst. Ich werde dich finden und ich werde dich fangen. Oder anstupsen. Noch schlimmer. So, wenn ich mich täusche, war das sogar... Vergesst immer, dass hier eine Lücke ist, Mann. War das hier, oder? Ja. Ist er doch hier unten im Wasser? Das wäre dämlich. Also ich habe ihn ja eine Etage drunter gehört. Er auf der rechten Seite, also vielleicht doch im Wasser. Ich guck mal kurz im Wasser, aber das ist ja direkt am Anfang, wenn er da ist, dann... Ja. Bla bla. Boah, der Putt ist mega lang. Naja. Was soll's. So ist es dann halt. Na gut, komm her. Und zack. Ah, tatsächlich. Er muss hier sein. Er muss hier sein. Er ist da. Oh. Mann, ich dachte, ich würde ihn hören, wenn ich oben auf dem Wasser, also im Wasser oben auf diesem Teil draufstehe. War, hat wohl nicht gereicht. Toll. Wo bist du, Captain Toad? Hä? Ach so, das sagt sie. Und sie wurde vom Moll rausgefallen. Sie ist rausgefallen. Okay. Oh, spielen wir jetzt Toadette zwischendurch? Ist es so ein Gemischt? Ah, ja. Deswegen sehen wir oben die beiden. Das ist ja cool. Okay. Gut, das sehen wir beim nächsten Part. dieser Part war jetzt ein bisschen seltsam, schweigsam, merkwürdig und ein bisschen... Nachholen und so hatte den Inhalt des Nachholens und verwirrt sein. Ja, aber trotzdem bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute. Bis dann mit wahrscheinlich Toadette im Hain der Höhlen der hohlen Bäume. Bis dann und ciao.